So, das ist jetzt ein Video des neuen Büros mit eingerichteten Tischen und Arbeitsplätzen. Es ist heute Samstag, also keiner da. Das ist hier unser Eingangsbereich. Hier vorne kommt noch ein Tresen hin. Das ist unsere Serviceabteilung. Und hier geht es in den produktiven Bereich rein. Hier sitzt ein Team. Ausblick. Dann hier im Meetingraum, über dessen Namen hin noch debattiert wird. Dann hier gibt es einen Raum, den wir Denken und Planen nennen. Da gibt es keine Stühle und keine Tische drin. Der wird noch komplett mit Magnetfolie ausgekleidet, damit man da denken und planen kann halt. Hier ein weiteres unseres Scrum-Teams, das hier sitzt. Hier ein Rückzugsbüro. Das ist hier so eine Teeküche. Hier sitzen unsere Designer. Und hier noch ein Teambereich. Die Decken sind mit so schallschluckenden Elementen versehen, damit es nicht so laut wird, wenn mehrere Leute hier sind. Können wir hier mal lang gehen? Kommen wir in unseren Flur. So ein Brandschutzflur, der hier zum einen mit Bildern, aber auch mit sogenannten Jira Wallboards, also mit Information Radiators, also letztendlich sind das große Monitore, auf denen irgendwelche Zahlen, Umsätze, Produktivitäten, Teamauswertungen und so weiter zu finden sind. Hier Drucker und sowas, nicht so interessant. Hier sehen wir jetzt wieder von hinten den Services-Bereich. Hier kommen wir in den Bereich Systems, wo unsere Kollegen, die sich um die Server kümmern, kann man hier auch, na, so ein bisschen kann man hier sehen durch dieses Glasschwert. Und hinten sitzen die Kollegen aus dem Team IT. Hier gibt es noch einen Bereich unserer, die Kollegen, die unsere Tochtergesellschaften betreuen. Und hier kommt unser Filmraum rein. Der ist leider momentan noch nicht eingerichtet, aber da werden künftig die Videos entstehen. So, das ist der, naja, sagen wir mal, hauptsächlich produktive Bereich mit halt hier Systems, IT, den Tochtergesellschaften in dem Bereich da hinten, die produktiven Bereiche, hier dann, was wir Services nennen, die diese Questions-Funktionen, Buchhaltung, Lohnabrechnung und sowas übernehmen. Und dann kommen wir hier wieder im Eingangsbereich rein. Und hier sitze ich tatsächlich. Und der Sebastian Preuß, Toiletten zeigen wir jetzt hier nicht. Dann hier noch weitere Consultants-Büros, die alle hier so mit Glas versehen sind. Dann gibt es hier noch einen Meetingraum, der bisher noch nicht eingerichtet ist. Und dann kommen wir hier im Lager, brauchen uns auch nicht anzugucken. Hier unseren Aufenthaltsbereich, wo wir zum Mittagessen gemeinsam. Hinten kommt eine Küche rein, die wir eigentlich noch bestellt haben. Und dann gibt es hier hinten noch Getränke und so, brauchen wir auch nicht anzugucken. Das Coolste am ganzen Büro ist neben dem Ausblick meines Erachtens die Terrasse. Da kann man nämlich an eigentlich allen Bereichen kann man auf die Terrasse rausgehen, sodass alle Mitarbeiter nicht nur drin, sondern jetzt ist ja gerade Winter, aber im Sommer dann auch draußen arbeiten können. Hier sind wir jetzt zur Schwalbacher Straße, das ist eher laut. Das geht aber komplett rum. Also das gesamte Büro, gerade jetzt nach da hinten,
ist mit, hat sozusagen jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, auf die Terrasse zu arbeiten. Und wir haben auch schon als Unternehmen beschlossen, dass wir allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben wollen, Notebooks zu bekommen und dann auch tatsächlich auf der Terrasse arbeiten zu können. Ja, alles klar. So viel zum neuen Büro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.